Oh, da sieht man zwei schlafende Hundebabys der alten Erna liegen. So, schwinge ich gleich mal kurz rüber. Und da wollen wir mal sehen, ob die anderen auch noch schlafen. Ah, da liegt einer, der ist ganz schön knochig, der kleine Kerl. Aber jetzt schläft er. Da hinten rührt sich was. Ah, da rührt sich was. Hm, da ist ein kleiner Tapsiger. Ich möchte ein Foto machen. Nee, ich filme die jetzt. Kleiner Tapsiger Kollege. Lass mich ja, ein Foto machen. Foto, bitte. Erzähl mal was. Von die Anker, wie sie das schläft. Ist ein Mädchen. Nee, ein Junge. Ah, ich will nichts sagen. Na, erzählst du eben nicht. Mama, ich will ein Foto von dir angemachen. Mom. Kannst du die anderen auch fotografieren? Nee, ich filme was. And on a few Germans find the dogs on the beach and bring them in an old house and close the door and give them a little bit milk. But the problem is they have no chance if they stay alone outside of the on the beach. And I think it's a terrible thing if people do so things. Also Freunde, wir haben hier 7 Hunde, man sieht jetzt nicht alle im Bild, am Strand gefunden, ausgesetzt in diesem jungen Alter. Ja. Und ich finde das einfach verantwortungslos. Wir haben die jetzt mitgenommen und hoffen, dass wir denen irgendwie das Leben retten können, beziehungsweise sie irgendwo unterbringen können. Sieben kleine süße Welpen wollen leben. Wir versuchen momentan einen Flyer zu machen, in mehreren Sprachen, natürlich mit einem Bild von den Hunden auch, um eventuell den einen oder anderen Hund an Mann zu bringen, beziehungsweise eventuell ein paar Spenden aufzutreiben, um den Hunden das Leben zu retten. Während der Papa sich um den Flyer kümmert, kümmern sich Kinder und Mama um die Hunde.